Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Recon Wildlands. Juhu! Ja, was machen wir heute? Mal schauen. Wir sind jetzt hier angekommen. Ja, ich hab schon die ganzen Waffendinger angeschaut und ja, das ist jetzt nicht wirklich erquickend, was da alles ist. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach nach hier und holen uns den nächsten Schmuggeltypen. So, wir können uns ja hier das Flugzeug holen. Wo? Hier. Da. Gut, also, wie schon erwähnt, will ich das Let's Play jetzt anziehen. Als Hose oder als Hut? Nee, ich möchte, ja, auf jeden Fall, dass wir neue Let's Plays machen können. Beziehungsweise neue Story-basierten Let's Plays. Weil, ja, die dauern halt immer so ewig lange. Ich habe ja auch Borderlands 3 und 4 abgebrochen. 4, also 3 abgebrochen. Das müsste ich auch bald wieder in Angriff nehmen. Wo ist es jetzt? Ah, da ist ein Helikopter geradeaus. Gut. Weil Flugzeug ist so immer so eine Sache. Hübscher Hut. Genau. Also. Genau. Und ich. Bleibt wachsam, SB hat die Kontrolle. Wie übernimmt ein Drogenkartell einen ganzen Flugplatz? Wenn sie damit drohen, alle startenden Flugzeuge abzuschießen, nehmen die Leute wohl lieber den Zug. Tja, dann muss ich hier wohl zuerst mal ein bisschen aufräumen. Was war das denn gerade? Apropos Zug, oder? Warte. Ich habe nämlich meine Kopfhörer falsch rum auf. Deswegen dachte ich gerade, dass der Zug von links kommt. So. Also. Wir nehmen mal La Pistola. Ja, wunderbar. Ja, ich gehe ja schon. Wie kommen wir denn hier raus? Ah, hallo. Entschuldigung. So, genau. Und eben damit wir neue Story-basierte Spiele spielen können, habe ich mir gedacht, dass wir ja mit dem jetzt schnell aufräumen. Schnell aufräumen, das klingt so blöd. Also, ich glaube, alles gut, alles sauber. ja, ich weiß. Ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Also, Hier könnten Informationen sein. Sollen wir nach Informationen suchen oder sollen wir einfach wegfliegen? Ja, ist keine Information. Oh, wir könnten das fette Flugzeug nehmen. Oh, ich will mal das fette Flugzeug nehmen. Das wird lustig. Wir können zwar Helikopter nehmen, aber ein fettes Flugzeug, come on. Oder können wir das überhaupt nehmen? Ja. Krass. Ziemlich viele Lichter und Schalter hier drin. Bin drauf. Bist du gar nicht?
Da kommt. Ja, egal. Okay, das ist ein bisschen krass schnell. Also der ist ein bisschen krass schnell gestiegen. Naja, gut. Juhu! Wir willkommen zum Flugzeugsimulator. Da hat mich übrigens im Stream einer meiner Follower gefragt, ob ich nicht den Flugzeugsimulator spielen will. Und an sich wollen natürlich. Aber ja, momentan kann ich ja mit den Streamen noch kein Geld verdienen. Und ja, ich investiere schon unglaublich viel in YouTube und das Stream, also das ganze Equipment, bla bla. Und dementsprechend werde ich das dann, einer der ärmsten Provinzen Boliviens, werde ich das dann in Angriff nehmen, sobald ich ja, Twitch Affiliate bin. Also das kann ich eben machen, wenn ich da Geld verdiene mit. Genau. So, wir wollen mal. Wir sind jetzt hier. Ja. Ich dachte eigentlich, dass jetzt unsere Tante uns ein bisschen was erzählt, aber das ist wohl nicht so. Da warte ich. Mit dem Hombre möchte ich mich nicht anlegen. Der ist fast so gut ausgebildet wie wir und hat außerdem Heimvorteil. Auf der Plusseite, El Muro und El Sueño haben sich zerstritten. Das heißt, er hat nur die ihm loyalen Sicarios um sich. Und vielleicht sucht er einen Ausweg aus diesem Kampf. Also könnte El Muro überlaufen? Im Ernst? Ich würde nicht darauf wetten, aber wir müssen ihn Leben schnappen und El Muro ist nicht der Typ, der sich gefangen nehmen lässt. Scheiße, wenn ein Hurensohn wie der auf Leben und Tod kämpft, bringt er so viele Männer mit, wie er verdammt nochmal kann. Wetzt eure Messer und haltet den Finger am Abzug. Ich drifte gerade ein bisschen komisch. Ich wollte eigentlich. Ich wollte eigentlich da auf den Feldern landen, aber irgendwie hat das nicht so geklappt. Moment. Zweiter Angriff. Schau mal, hier kann Krieg sein, aber ein Bauer hat immer was zu tun. Bowman, wir sind jetzt in Mojocoyo. Die schaffen da einen Arsch voll Kokain durch. Das ist der Transitpunkt. Von Mojocoyo geht es nach Coani und Remanso weiter. Und wer kontrolliert das? Keine Ahnung, aber ich weiß, wo das Kokain ist. Vernichten Sie den Vorrat, dann kommt der zuständige Buchon, um seine Leute anzuscheißen. Dann nageln wir ihn fest. Wie ein Brett. An die Arbeit. Jawohl. Und das mit den Bauern war... Entschuldigung. Ah, hier drüben. Ach, ich gehe... Nee, ich gehe nicht in die falsche Richtung. Das mit den Bauern war... Hä? Das habe ich doch gemacht. Ach so. Gibt's mehr? Okay. Ja, es gibt drei, ich weiß. Gut. Das mit den Bauern, es stimmt zwar, dass die selbst im Krieg sehr viel Arbeit haben, aber das sind halt auch die ersten, die leiden. Also, weil... Die Armeen vor allen Dingen früher, also heute wahrscheinlich nicht mehr so krass. Die früher haben. Ja, ich weiß. Die früher haben einfach die. Schau, und der sieht mich nicht. Okay, der sieht mich. Ja, hättest du mich mal nicht gesehen. Ich liebe meinen Sniper. Genau, weil die wurden, ja,
Die wurden als erstes vernichtet, beziehungsweise ausgeraubt. Weil die ganzen Essenssachen, die wurden natürlich für die Armeen gebraucht, ne? Hallo, hallo. Hola, amigo. Irgendwas Gutes über das Kartell gehört? Gracias. Viel Glück. Das finde ich ja so schade. Also ich meine, die reden nicht. Und trotzdem, ja. Naja, okay. Gut, dann ja, wir klappern mal kurz die Stadt ab, weil wenn wir schon mal hier sind, können wir die ganzen Infos holen. Was mich halt interessiert ist, Fällt euch hier auch was Komisches auf? Du meinst den scheiß Männerabend hier? Echt jetzt? Es gibt keine Frauen in der Stadt. Okay, das ist komisch. Aber ja, also eine Frau ist hier. Ich. So, was wollte ich jetzt sagen? Genau, was uns interessiert ist natürlich, sind natürlich Waffen. Aufpassen, wir haben Gesellschaft. Ist doch schön. Gesellschaft ist doch manchmal schön. Hallo. Noch eins hoch. Waffen? Ja, Mann. Sehr gut. So, dann wollen wir mal sehen. Also hier gibt es MPX, 3-Punkt-Laser für leichte Maschinengewehre. Baby. RS. Ist das denn extrem kompakt für einen Nahkampf? Ist das nicht ein russisches? Russisch oder niederländisch, glaube ich. Scharfschützengewehr, Laservisier, okay. Also hier gibt es schon ein paar gute. Also die da. Dann Wir wissen von mehreren Kokainverstecken in Morrocoyo. machen wir Am das als liebsten erstes. zerstören Sie die Verstecke, damit wir Druck auf den Buchan von Morrocoyo ausüben können. Buchon. So, aber warum hier so, also keine Frauen sind, ist interessant. Okay, da. Unidad-Vogel im Anmarsch, unten bleiben. Ja, der ist One-Shot für mich. Ich sehe einen Narko, drüben am Reifenstapel. Okay, vor allen Dingen ist interessant, ob mein Scharfschützengewehr nicht mehr Damage macht. Ich glaube nämlich, dass es mehr Damage macht und das Scharfschützengewehr, was wir da jetzt bekommen, ist eher besser für ist besser für also Häuserkampf, ne? Könnte nämlich sein. Okay. Die brauchen wir nicht. Ich nehme mal die Pistole. Da ist ein Sicario, da auf der Terrasse. Ich meine, wir müssen die ja nicht töten. Ich fliege. Du fliegst auf, bleib zurück. Scharfschütze. Fuck, greife an. Alles gut. Der hat irgendwas mit Amerika gesagt. Tja, wir Ghost haben halt schon einen Ruf, ne? Ja, macht ja Sinn, also wir haben ja so viel schon vernichtet. Okay, da ist ein Tunnel. Guck
Kokainversteck. Dass der nicht sich nicht umschaut. Ein bisschen komisch. Aber ich meine, so ein Helikopter ist hier wahrscheinlich echt nichts Schlimmes, nichts Neues. Hab noch einen Tango. Uiuiui. Vogel, aufpassen. Okay, dann schalten wir den mal ganz leise aus. Die haben sich hier nicht gut. Hi. Die haben sich hier nicht gut eingegliedert. Das da hinten sieht aus wie Schnee. Was für Butter? Locker bleiben, alles ist gut. Sehr schön. Alles geklappt. Das war knapp. Sowas macht wirklich Spaß. Nein. Nein. Ich will meine haben. Ah. Wieso kann ich den nicht wegtun? Warte mal. Nein, wo ist mein Sniper? Ich glaube HTI, oder? War das? War das die HTI? Ich glaube schon. Ja, mal schauen. So, gut. Aber komisch, dass ich den nicht wegtun kann. Gut, dann schauen wir mal. Wir haben noch ein Depot voll weißem Pulver. Wer möchte viele Junkies unglücklich machen? Okay, sobald er den sieht.
Leutnant rennt weg. Willst du ihn erschießen, weil er deine Gefühle verletzt hat? Silencio, marche. Pinche cabrón. Puta madre. Ya está. Entrego las armas. So, dann verhören wir ihn mal. Es gibt nur einen Weg, hier lebend rauszukommen. Ich, ja, mach mir mal die Zeit. Aber okay, ich rede. Sie kommen hier lang. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Greife an! Okay. Ganz leise können wir hier. Wobei. Das war der letzte. Oh, super. Gut, dann wollen wir mal schauen. Okay, Schaden ist halt richtig, richtig madig. Ah, ja, ja, doch. Das habe ich schon mal gesehen. Aber, na gut, das brauchen wir hier nicht. Warte, nee, das war nicht das, der Sniper, oder? Nee, das da, genau. Genau. Und wie zerstöre ich die? So nicht. Okay, dann also. Granate fliegt. Ziel zerstört. Verschwinden wir. Bald können Sie den Scheiß nirgendwo mehr verstecken. Sehr schön. Kokain zu zerstören macht richtig Spaß. Gut. Dann nächstes Kokainversteck. Ah, nee. Zuerst hier. Also bis zum Schluss. Also bis zum Ende. Was eigentlich. Bis auf das Ende so. Und so ist das richtig. Was eigentlich hier sehr erfolgreich. Also kein Alarm, kein gar nichts. Alles fein. Und wo gehe ich gerade hin? Ich will versuchen, hier auf den Berg zu kommen. Aber ich mache gerade irgendwas Komisches. Naja, gut. So, da oben. Da ist er. Gut, dann. Uiuiui. Dann schauen wir mal, was für ein Zielfernrohr das ist. Oder Zielvorrichtung. Wieder im Bunker. Entschuldigung für die harte Landung. Es tut mir leid. Vielleicht ein bisschen. Das war ja erfolgreich. Ja. Hey, da drüben ist ein Care-Paket gelandet. Wir müssen hin, bevor das Kartell zugreift. Was soll der Scheiß in Deckung? Ja. Ah, das war lustig. Das war sehr lustig. Ah,
deine Waffenkiste. Schön. Das kann ich gut gebrauchen. Yeah. Geschafft. Ich sag's den Rebellen, die holen es sich später. Klar. Und was machen wir? Ist Zeressa-Zeit. Was? Ich höre ständig die Versorgungshelis. Mit dieser. So, Entschuldigung, nee, das war falsch. So. Zieh-Optik. Vielleicht hier? Nee. Habe ich schnappen. Ich hab doch mir ein neues Teil geholt. Ah, naja. Gut. Also beim Sniper. Also hier habe ich schon Reichweite voll und Präzision voll. Also. Ja, also besser geht's, glaube ich. Da auf jeden Fall nicht mehr. Gut, dann würde ich sagen. Holen wir uns. Wir wissen von mehreren Kokainverstecken in Morokoyo. Lokalisieren und zerstören Sie die Verstecke, damit wir Druck auf den Buchon von Morokoyo ausüben können. Unidad Heli, unten bleiben. Sorry. Wir sind fertig hier drüben. Mann, sind die schlampig. Ich sitze, los geht's. Ah, wie cool. Da kommen jetzt die und holen das ab. Schön. Das ist lustig. Gut. Unser Heli schmiert gleich ab. Und genau. Wir sind schon bei fast 30 Minuten. Gut, ich danke für eure Aufmerksamkeit und fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.